Gott, ich will wieder ein Das-kommt-weg-Video machen. Ich habe so ein paar Sachen gefunden, die ich halt gerne aussortieren würde und wegwerfen würde oder verschenken würde. Und deswegen habe ich mir gedacht, es wird natürlich nicht alles, was ich aussortieren werde, in so ein Video schaffen, sage ich jetzt mal. Weil das würde sonst den Rahmen sprengen und das schaffe ich einfach nicht, zeitlich auch nicht. Aber ich habe so ein paar Sachen, die ich auch gerne verschenken würde. Und deswegen zeige ich euch ein paar Sachen, die ich noch aussortiert habe. Als allererstes mal das hier. Wer kann sich an das noch erinnern? Das ist schon so, so alt. Ich habe das jetzt gerade gefunden vorne, aber dachte, ich nehme das gleich ins Video mit. So wie das hier. Ich glaube, dass ich auch beide entsorgen werde, weil die wirklich schon alt sind. Die sind... Oh, da ist gerade alles fallen. Die sind verdammt alt, die zwei Sachen. Also das sind so Puder und Highlighter, glaube ich. Ah, das ist halt alles schon viel, viel, viel zu alt und deswegen überlege ich, ob ich das nicht lieber entsorge. Es ist auch urschmutzig, ich kriege das gar nicht mehr sauber, das Plastik außen. Da sind noch ein paar Lidschatten. Ja, ich habe auch noch ein paar in meiner Sammlung, die ich euch ja eh in dem Video zeigt habe auch. Also beziehungsweise das kommt erst das Video oder ist schon online, je nachdem wie ich das halt hochlade. Ihr habt gesehen, wie viele Lidschatten, also ihr werdet es sehen, wie viele Lidschatten ich habe und deswegen weg damit. So wie da noch ein paar Sachen. Da habe ich auch ziemlich viele, die ich aussortieren will. Einmal ein Deo-Stick von Calvin Klein, der hat sich so gelblich verfärbt. Sieht man das? Oh ja, man sieht es glaube ich eh. Deswegen kommt der mal weg, weil das finde ich nicht so gesund. Der wird entsorgt. Dann habe ich... Das ist schon so alt, das war damals, glaube ich, noch von P2, von einer Limited Edition. Da steht nur leider gar nichts drauf und es gehört so. Ich habe mir das damals einbildet wegen Faschings-Make-ups und ich habe es seitdem nie wieder verwendet. Ich glaube, bei irgendeinem Aqua- und Feuer-, also Wasser- und Feuer-Element-Video habe ich das, glaube ich, verwendet. Seitdem nie wieder und ich werde das einfach da hingeben. Ist so staubig alles in so kurzer Zeit, das ist echt krank. Ich will auch gar keine Schminksachen mehr so gut geht draußen haben, aus dem Schminktisch dann aus meinem neuen, weil ich merke ja, wie staubig da alles wird, also nö. Das sind zwei Tester, die werde ich aussortieren, obwohl die Bambi-Palette ja urschön ist. Ah, ich habe so viele Lidschatten, ich brauche keine mehr, ich habe so, so viele, deswegen weg damit. So wie... Noch zwei Tester. Das ist einmal von, also das sind zwei Lancôme-Lidschatten. Ich glaube, das sind jetzt die aktuellen, die schauen immer so aus. Und das waren die Vorgänger. Die werde ich beide aussortieren. Ich habe mir ein grünes davon behalten und die zwei kommen weg. Dann habe ich eine Probe, die werde ich entsorgen. Ich habe die einmal versucht zum Benutzen. Ich hatte die halt schon sehr, sehr lange. Ich meine, man kann das schwer sehen, jetzt, da seht ihr das, von Hildegard Braugmann ist das. Das hat so ranzig gerochen, ich habe geglaubt, ich kriege einen Anfall, das war furchtbar grauslich. Deswegen werde ich die zweite jetzt nicht benutzen und werde die wegschmeißen. Dann habe ich eine, mal kurz schauen, ah ja, noch eine Lidschattenpalette. Die ist von Anastasia Beverly Hills, die werde ich dann Lynn weitergeben. Ich habe solche Töne in Hülle und Fülle und habe die, seit ich sie habe, noch nie benutzt, also... So werde ich das hoffentlich mit vielen Dingen machen, wenn ich merke, dass ich sie nicht mehr benutze. So wie mit den Essence Highlighter Bloom Me Up. Den habe ich früher immer mir einbildet, den zu benutzen. Er schaut auch schon sehr verwendet aus. Aber er macht nicht das, was ich mir von einem Highlighter wünschen würde. Deswegen kriegt den mal die Lynn. So, dann habe ich da noch Lidschatten. Die habe ich auch nie wieder verwendet. Ich habe die einmal beziehungsweise in einem Aussortiert-Video euch gezeigt. Hab dann gesagt, ich werde die verwenden und bis dahin nichts mehr. Weg damit. So. Noch mehr Lidschattenpaletten. Ich sag ja, das ist echt arg. Also einmal eine Sleek. Die habe ich mir mal von, ich glaube, Kleiderkreisel oder so hat das geheißen. Glaube ich. Mir mal eingebildet und habe sie seitdem nie wieder benutzt. Weg. Wird aber auch die Linien kriegen, ja. So wie die, weil da habe ich eine mal komplett aufgebraucht und mir ist die einfach zu lasch von den Farben her. Mir ist die zu wenig, da falte ich sie gleich wieder. Mir ist die einfach zu wenig.
obwohl Miss Lean Lidschatten sehr gut sind, ist mir die einfach zu wenig. Bekommt die Lean von mir. So wie den Meat Matte Huge von The Balm. Mir gefällt die Farbe an mir nicht, deswegen habe ich ihn aussortiert, kriegt aber die Lean. So. Dann habe ich hier zwei Deos, die auf den Entsorgenstapel kommen, weil ich habe beide schon verwendet. Ich zeige sie euch lieber gar nicht, weil das ist furchtbar ekelhaft. Die schützen mich einfach nicht. Der riecht eigentlich relativ gut und ist auch schon kaputt. Super finde ich das. Die riechen eigentlich gar nicht so schlecht, aber sie schützen nicht. Und deswegen werde ich beide entsorgen. Einen konnte ich Gott sei Dank dann noch zurückgeben, weil der war original zu. Aber das hat überhaupt nichts gebracht. Das hat wirklich gar nichts gebracht. So. Lip Liner habe ich auch aussortiert. Gleich, ich glaube, das war ein Lippen. Nein, ich glaube, das war ein Lid. So ein Lidstrichpinsel. Egal. Eine Sonnencreme habe ich aussortiert, weil die habe ich schon seit letztem Jahr offen. Deswegen kommt die jetzt mal weg, weil ich habe es eigentlich heuer versucht, sie aufzubrauchen. Aber auch da habe ich es nicht geschafft, deswegen kommt sie jetzt einfach weg. Jetzt weiß ich wenigstens wieder, warum ich den aussortiert habe. Der hat sich total zerlegt. Aber total zerlegt. Und mir ist das einfach zu mühsam, den zu benutzen. Ich habe ihn gut, ich kriege ihn auch nicht mehr gescheit hochgedreht. Den habe ich relativ gut verwendet. Das ist ja mit Mühe und Not zum Verwenden. Komm weg. Zwei, also ein Liplein und ein Kajal kommt weg. Der riecht schon komisch. Und ich glaube, ich werde alle Astor aussortieren. Das war nämlich dieser Astor Lipliner, den ich ja so gern benutzt habe. Aber der riecht ziemlich komisch. Und der von MAC, der Kajal, hat bei mir angefangen zu schimmeln. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber der kommt auf jeden Fall auch in den Müll. Puh, da ist noch ziemlich, ziemlich viel drinnen, muss ich sagen. Einen roten Smashbox-Lippenstift habe ich aussortiert, weil ich habe eh genug rote Töne. Dann habe ich hier den Red Butler, den wollte ich aber, glaube ich, nicht aussortieren. Oh ja, der schaut nämlich so komisch aus. Seht ihr das? Den habe ich fast leer gemacht und habe es nicht geschafft. Aber den werde ich leider entsorgen müssen, weil der schon so komisch ausschaut. Den werde ich auch lieber entsorgen. Die sind halt schon so alt und sowas trage ich gar nicht mehr. Deswegen werde ich den wegschmeißen. Ja, den habe ich auch aussortiert, weil der auch schon so komisch ausschaut. Und besser, ich sortiere sie aus, als dass ich sie jetzt dann noch so lang verwende. Das bringt ja nichts. Das Augenbrauengel ist mir gekippt, das ist gelb worden. Und ich glaube, dass das mal offen war, weil ihr seht ja, wie wenig da drinnen ist. Also wenig. Es ist weniger als in den anderen, die ich da zu Hause habe. Ja, ich bin eindeutig wieder da, wie man sieht. Und da bewegt sich gar nichts mehr da drinnen. Das bewegt sich nicht einmal die Spur. Und ich glaube, dass das einfach offen war und dass das austrocknen ist. Man sieht ja, wie gelb das ist. Können Sie das sehen? Das ist ja furchtbar grauslich. Deswegen habe ich das auch aussortiert. Ich war eigentlich relativ brav mit dem Aussortieren. Relativ. Warum ist der da drin? Oh, jetzt weiß ich es wieder. Oh, der stinkt auch. Das war der, den ich auch im Sammlungsvideo einmal hergezeigt habe. Oh, der riecht salzig. Bäh. Der kommt natürlich auch weg. Die beiden werde ich nicht wegschmeißen. Die gebe ich der Lin weiter. Obwohl der ein bisschen dunkel ist, aber den kannst du zu Halloween tragen. Die zwei werde ich... Also warum habe ich eigentlich den weggeben? Ich weiß schon wieder. Der riecht auch so alkoholmäßig. Oh. Ich habe ja schon gehört, dass die so schnell kippen sollen. Deswegen habe ich bis jetzt nur... Ich habe es heute echt im Blut. Tja, läuft ja super heute. Ich habe ja schon oft gehört, dass die so schnell kippen, die von Jeffree Star. Deswegen haue ich den weg. Den gebe ich der Lin. So, den, der hat mir auf meine Nägel nicht gefallen. Das heißt, den werde ich auch der Lin weitergeben. Ach, ich muss einmal eine neue... aussortiert Box mir mal zulegen, weil die schaut schon echt ranzig aus. Ich
kann sie euch nicht einmal zeigen, wenn sie leer ist, weil die schaut innen wirklich widerlich aus. Muss ich einmal alles dann austauschen. So, noch einen Astor Lip Liner habe ich aussortiert, weil der wie gesagt schon viel zu alt ist. Einen Wimpernkleber habe ich aussortiert. Ich weiß gar nicht mehr wieso. Manche Sachen sind so spannend, wenn man dann gar nicht mehr weiß, warum man die aussortiert. Ja, keine Ahnung. Ich werde ihn lieber wegschmeißen, weil sowas will ich auch nicht mehr der Lin geben, weil ich ja nicht weiß, wie lange der offen ist oder ob er schon mal offen war. Kommt einfach weg. So, eine Lippenpflege sortiere ich aus, weil die ziemlich eklig ausschaut. Ich mache sie jetzt lieber nicht auf und zeige es euch, aber sie schaut innen wirklich furchtbar aus. Deswegen kommt sie weg. So ein Nagelstift, das ist so für, also es heißt Nail and, keine Ahnung, Tattoo Liner. Den habe ich mir mal eingebildet, aber habe ihn nie verwendet und ich glaube jetzt mittlerweile ist er schon ausgetrocknet. Ich lasse heute alles fallen, was ist los mit mir? So, dann habe ich noch zwei Nagellacke. Die sind mir leider, die sind nicht austrocknet, aber die ziehen sich. Die trocknen nicht mehr, sondern die ziehen sich leider. Und über den Kiko bin ich sehr traurig, weil den fand ich eigentlich schön. Aber der zieht sich leider. Somit werde ich mir keine Nagellacke mehr kaufen, weil ich habe genug, muss einmal die benutzen, die ich habe und werde mal schauen, ob da auch sich noch welche ziehen. Wenn ja, kommen die gleich weg. Einen habe ich mir blöderweise nochmal nachgekauft, also einen habe ich mir gekauft vor kurzem, einen Nagellack, aber dazu dann in meinem zukünftigen Haul-Video. So, den wollte ich verwenden und dann ist mir einfach der Applikator, was da oben war, vom Auge so abbröckelt. Fand ich super. Ich hoffe, das ist der einzige, bei dem mir das passiert, weil ich kann den so nicht verwenden. Ich habe versucht, mit einem Wattestäbchen reinzufahren, aber das ist mir ehrlich gesagt zu blöd und ich habe eh noch so viele Backups davon, deswegen. Normalerweise würde ich den Stopper jetzt rausnehmen und dann immer mit dem Wattestäbchen reinfahren, aber nee, das ist mir exakt zu blöd. Ich habe da jetzt einen neuen heute angefangen und den werde ich jetzt wegschmeißen. Die gibt es ja sowieso nicht mehr von Catrice, was ich ziemlich blöd finde, aber okay. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn es urchaotisch war, das tut mir so leid dafür. Aber jetzt kann ich wieder ein bisschen wegschmeißen und ich glaube, ich werde auch den Karton da entsorgen, weil der schaut ganz furchtbar aus. Dann habe ich da beim Schminktisch auch gleich was weg. Und muss generell mal meinen Schminktisch abräumen und dann mal anschauen, was ich alles noch behalte und was nicht, kommt einfach weg, weil ich kriege die Krise. Ich bin gerade richtig in diesem Modus, nichts mehr zu kaufen, wirklich gar nichts mehr, weil ich jetzt erst sehe, wie viel ich wirklich habe, sei es Duschgel, Duschschaum oder sonst was. Also ich habe einfach eindeutig zu viel Zeug, wirklich viel zu viel Zeug. Und ich weiß, ihr glaubt mir das wieder nicht, aber jetzt gerade, wo ich das alles sehe und wo ich mich leichter von Sachen trenne, weil zum Beispiel die drei Lippenstifte, von denen ich mich noch nie trennen wollen. Aber was soll ich damit, wenn ich sie eh nicht mehr benutzen kann? Deswegen, Schminke technisch kaufen, nein. Ich will jetzt mal die Sachen verwenden, die ich da habe und dann schauen wir mal weiter. Und auch was aufbrauchen, also Lippenstift, ich hoffe jetzt wirklich nicht, dass die Drecksmaskenpflicht jetzt wieder kommt, weil sonst zucke ich aus. Aber reden wir lieber nicht davon. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und bis zum nächsten Video wieder. Bye!